informieren, dass wir im Einsatzstab heute besprochen haben, dass in allen bestätigten Fällen natürlich konsequent reagiert wird, der Versuch unternommen wird, die Ausbreitung einzudämmen, solange das möglich ist. Das ist derzeit unser absolutes Ziel. Das heißt, die Personen, die in Kontakt waren und wo es Verdachtsmomente gibt, kommen in Quarantäne oder häusliche Isolation. Und darüber hinaus habe ich den Innen- und den Gesundheitsminister gebeten, Vorsorge für alle Szenarien zu treffen, sodass auch die entsprechenden Kapazitäten vorhanden sind. Abschließend möchte ich mich bedanken beim Gesundheitsminister, beim Innenminister, aber auch bei den Bundesländern für die gute Zusammenarbeit. Es besteht kein Anlass, in Panik zu verfallen, aber es ist trotzdem wichtig, einen realistischen Blick auf die Dinge zu haben. Es findet gerade eine Ausbreitung in Europa statt. Auch um Österreich wird Corona keinen Bogen machen. Und je besser es uns gelingt, diese Ausbreitung einzudämmen und zu verhindern, desto besser ist das für die Bevölkerung in Österreich, aber auch darüber hinaus. Und solange wir das gewährleisten können, solange werden wir das auch versuchen. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Einsatzstab im Innenministerium tagt in Permanenz. Was heißt das? Sie wissen, das Innenministerium koordiniert die Sicherheit in Österreich. Das heißt, bei allen Einsatz-, Katastrophen-, Krisenfällen ist es wichtig, Kompetenz auch zu versammeln, um rasch Lösungen zu entwickeln. Genau das ist die Aufgabe des Einsatzstabes. Es werden die Expertinnen und Experten des Innenministeriums, des Gesundheitsministeriums, der betroffenen anderen Ressorts immer wieder in Absprache sein und neue Lagebilder entwickeln, sollte es zu neuen Entwicklungen in Österreich kommen. Ich möchte das unterstreichen, was der Bundeskanzler gesagt hat. Die Maßnahmen, die jetzt alle angewendet werden, sei es das Anhalten des Zuges, Kontrolle, ob Coronavirus-infizierte Personen dort sind, feststellen, dass keine an Bord waren, dann die Weiterfahrt des Zuges, genauso wie die Quarantänemaßnahmen und Sicherungsmaßnahmen im Hotel in Innsbruck. All das sind Standardverfahren, die oft erprobt, international auch empfohlen sind und die dazu dienen, um alles zu tun, um das Virus einzudämmen. Was mir wichtig ist in diesem Zusammenhang, es besteht daher überhaupt kein Grund zur Panik, sondern das sind Verfahren, die üblich sind und notwendig sind, um genau dieser Gefahr Herr zu werden. Vielleicht ein kurzer Überblick, was gerade derzeit der aktuelle Stand ist und vom Innenministerium auch aktiv unterstützt wird. Bisher hat es in Österreich 321 Testungen gegeben, Stand 10 Uhr heute. Zwei davon, in dem Fall leider positiv, in Innsbruck. Aktuell stehen 23 Personen österreichweit unter Quarantäne. Davon 12 in Tirol, 8 in Salzburg, 3 in Kärnten. Das ist allerdings immer nur ein Jetzt-Stand, der kann sich stündlich auch verändern. Wie Sie wissen, hat es aufgrund der zwei infizierten Personen in Tirol, in Innsbruck, einen Einsatz gegeben, der Gesundheitsbehörden gemeinsam mit der Polizei. Es wurde das Hotel, in dem die eine Person gearbeitet hat, abgeriegelt. Es wurden bei 62 Personen Untersuchungen und Tests vorgenommen. 9 Personen davon wurden in häusliche Quarantäne entlassen. Für sie wurde gemeinsam mit 3 weiteren Personen, die zum engen Umfeld der betroffenen Person zählen, häusliche Quarantäne angeordnet. Was bedeutet das? Die Personen befinden sich zu Hause, haben strengste Auflagen und diese werden polizeilich überwacht. Das gilt jetzt für die Dauer von 2 Wochen und wird auch da ständig Rücksprache gehalten mit den Gesundheitsbehörden, mit den Einsatzstäben. Eines ist auch bitte festzuhalten, das ist mir sehr wichtig, die betroffenen Personen verhalten sich alle sehr, sehr kooperativ, sind höchst interessiert, sie betrachten es für ihre Sicherheit ein Service eigentlich der Republik an Sie, dass Sie erstens Klarheit darüber bekommen, sind Sie infiziert oder nicht, um dann auch möglichst rasch medizinisch versorgt zu werden. Heute Nacht kam es zu einem Verdachtsfall in Kärnten. Eine 56-jährige Urlauberin aus Italien ist heute Nacht verstorben. Der Notarzt konnte einen Coronavirus-Verdacht nicht ausschließen. Sie sehen also auch hier die Meldekette sehr eng und engmaschig. Daher wurden auch hier die Untersuchungen veranlasst und die betroffenen Personen, sprich die Familie, derzeit unter Quarantäne gestellt, bis eben abgeklärt ist, ob eine Infektion vorgelegen ist oder nicht. Weiter, so wie der Bundeskanzler angeführt hat, gibt es heute einen Verdachtsfall in Wien einer betroffenen Lehrerin. Gerade jetzt klären die Gesundheitsbehörden den Grad der Infizierung ab. Alle weiteren Maßnahmen, die getroffen werden müssen, sollte ja bestätigt werden, sind ebenfalls Standardverfahren und dienen zur Sicherheit aller, die dann davon betroffen sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Der Einsatzstab, das Innenministerium, die Expertinnen und Experten des Gesundheitsministeriums, des Bundeskanzleramtes, der betroffenen Ressorts sind permanent auch in Abstimmung mit dem benachbarten Ausland. Es ist uns wichtig, das Netz engmaschig zu ziehen, um auch bei Verdachtsfällen, die grenzüberschreitend sind, rechtzeitig handeln zu können. Danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, international gehen die Experten derzeit davon aus, dass die nächsten 2 bis 3 Wochen darüber entscheiden, ob aus einer regionalen Epidemie, de facto vorrangig in China, eine globale Pandemie wird. Das ist der entscheidende Faktor, das entscheidende Thema. Wir sind mittlerweile weltweit bei über 80.000 bestätigten Erkrankten, davon gut 78.200 in China. In China sagen uns die Behörden und informieren uns die Behörden, dass mittlerweile fast 30.000 Erkrankte mittlerweile geheilt sind, wieder gesund sind und die andere Seite 2.700 Todesfälle in China. In den letzten 24 Stunden ist etwas erstmals wirklich Interessantes passiert, das ein bisschen Anlass zur Hoffnung gibt. Wir haben de facto Neuerkrankungen in den letzten 24 Stunden nur mehr gemeldet aus der Krisenregion Hubei selbst mit rund 400 Neuerkrankungen. Das ist immer noch sehr, sehr hoch. Das sind ja zusätzliche Menschen, die erkrankt sind. Aber im restlichen, großen, gesamten China nur mehr 11 Neuerkrankungen. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist noch nicht die Wende. Das heißt noch nicht, dass der Kampf gegen eine Pandemie, gegen eine mögliche gewonnen ist, aber das ist ein erstes gutes Signal. In Europa haben wir am Wochenende gemerkt, durch diesen doch für viele, viele sehr überraschenden Ausbruch in Italien, der durchaus beachtliche Ausmaße hat und weiter zunimmt, dass Corona de facto auch in Europa angekommen ist. Dass es eine Realität mittlerweile ist, dass wir mit diesem Virus auseinandergesetzt sind. Und nach unserem Einschätzungsstand, ich war gestern in Rom bei einer Krisensitzung der Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister mit der EU-Kommission, wird diese Auseinandersetzung nicht nur, aber auch wesentlich in Italien entschieden. Und ich bin deswegen sehr, sehr froh, dass ich den Eindruck habe, dass die italienischen Behörden sehr offensiv und sehr konsequent in dieser Frage vorgehen. Man muss sich vorstellen, 11 große Gemeinden mittlerweile de facto isoliert. 41.000 Bürgerinnen und Bürger davon betroffen. Italien testet alle Verdachtsfälle, auch deren Umfeld. 6.200 Testungen bis zum gestrigen Abend, die erfolgt sind. 325 Erkrankungen, die dabei ausgemacht wurden und 11 Todesfälle. Bei diesem Krisentreffen gestern in Rom haben wir, und das ist besonders erfreulich, eine wirklich einheitliche Linie miteinander paktiert, auch mit der EU-Kommission. Und diese einheitliche Linie kristallisiert sich im Wesentlichen in 4 Punkten, die wir gemeinsam umsetzen wollen und die de facto dem entspricht, was unsere österreichische Strategie bereits seit Wochen ist. Nämlich erstens eine wirkliche Informationsoffensive für die Bevölkerung zu realisieren mit einem Schwerpunkt, was kann ich im Bereich Vorsorge selbst tun. Hygienemaßnahmen zum Beispiel. Wir werden als Bundesregierung da auch in den nächsten Tagen diese Informationsarbeit in Österreich selbst verstärken. Zweitens die Frage Reiseempfehlungen, ganz ein wesentlicher Punkt, der zu beachten ist. Und drittens die Frage, was tue ich bei Symptomen? Anrufen, nicht zum Arzt gehen, sondern telefonieren, damit nicht zum potenziellen Überträger werden, die Nummer 1450 im Fall von Symptomen kontaktieren. Achtung, Grippesymptome und Corona-Symptome sind durchaus nicht unähnlich und wir haben derzeit nach wie vor über 100.000 Grippe- oder grippeähnliche Fälle in Österreich. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es Grippe ist, ist bedeutend höher in dieser Situation. Das ist Teil 1 unserer gemeinsamen europäischen Strategie, gegen Corona vorzugehen. Diese Information, mündige Bürgerinnen und Bürger, die das Richtige tun in dieser schwierigen Situation. Zweiter Punkt, bei Verdachtsmomenten wird in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union jetzt rigoros getestet. Die Laboreinheiten sind da, sind aufgebaut und diese Testungen werden einheitlich durchgeführt. Sollte drittens ein konkreter Erkrankungsfall vorliegen, dann lautet unsere gemeinsame Strategie: eingrenzen vor Ort.
eingrenzen vor Ort, damit eine Ausbreitung in der neuen Erkrankungsregion von der Erkrankung neu betroffenen Region unterbunden werden kann. Und ganz, ganz wichtig, der vierte Punkt, das ist wirklich eine europäische Stärke, denke ich. Wir wollen ganz konsequent unser Informationssystem der ECDs, der Europäischen Gesundheitskontrollbehörde, nutzen, nämlich das Early Warning and Response System. Dieses hat im Wesentlichen zum Inhalt, dass wenn ein Betroffener in Italien befragt wird von den Behörden, wo warst du zuletzt, welche Kontakte hast du gehabt, und dort taucht dann irgendein Bezugspunkt zu Österreich auf, so wird das sofort über dieses Informationssystem an die österreichischen Behörden übermittelt und wir haben damit ganz zeitnah die Informationen, wo wir unseren Beitrag leisten können, wo wir weiterarbeiten können. Das ist eine europäische Stärke. Das Virus Corona kennt keine Grenzen, leider. Und deswegen müssen wir global, gemeinsam, international handeln. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Europa in dieser Situation gemeinsam Stärke beweisen und stark gemeinsam auftreten. Vielen Dank. Gibt es Fragen Ihrerseits? Als erster gemeldet hat sich der Herr Westhoff. Bitte schön. Ich hätte zwei Fragen. Die eine ist, der Informationsbedarf und der Andrang zu den Hotlines ist sehr hoch. Ist da angedacht, das auszuweiten, auch auf andere Organisationen? Und die zweite Frage wäre, was Sie jetzt beschrieben haben, ist sozusagen regional eingrenzend, sind darüber hinausgehende Vorsichtsmaßnahmen wie die Absage von Veranstaltungen etc. angedacht? Ich beziehe mich einmal auf das Zweite. Zum Ersten kann ich nur ganz kurz sagen, ja, wir überprüfen natürlich die Kapazitäten und bauen sie aus, weil gerade natürlich seit gestern das Informationsbedürfnis der Bevölkerung enorm ist. Punkt 1 und Punkt 2, was Massenveranstaltungen betrifft, so ist unsere Beschlusslage von gestern bei der Gesundheitsministerkonferenz eine sehr klare. Ja, überprüfen, ob eine Massenveranstaltung derzeit Sinn macht, aber von Einzelfall zu Einzelfall neu entscheiden. Italien macht es zum Beispiel so in der betroffenen Krisenregion, dass ein Gutteil der Veranstaltungen abgesagt ist, dass auch die Universitäten derzeit geschlossen sind, der Marathon in Bologna, das fällt mir auf, abgesagt ist und auch ein Teil der Champions League-Spiele in Italien wahrscheinlich ohne Publikum stattfinden werden, also ohne Publikum im Stadion stattfinden werden, aber stattfinden werden. Für Österreich heißt das, wir machen eine Einzelfallprüfung. Was ist sinnvoll? Gibt es einen konkreten Verdacht in dieser Region? Ja oder nein? Drei Bemerkungen dazu vielleicht noch. Das Erste, die wirkliche Bitte an die österreichische Bevölkerung, einen Beitrag zu leisten. Wichtig bei Großveranstaltungen ist im Moment nicht die Frage, ob sie stattfinden oder nicht, sondern wichtig ist, dass Personen, die Symptome haben, an diesen nicht teilnehmen, dass Personen, die Symptome haben, die Hotline kontaktieren, nicht direkt den Arzt aufsuchen. Ich glaube, das ist das Entscheidende im Moment. Wenn sich die Situation verändert, dann werden wir selbstverständlich natürlich auch unsere Verhaltensweise als Regierung ändern. Derzeit ist im Einsatzstab die Einschätzung, dass es wichtig ist, wenn Fälle auftreten, konsequent zu agieren, aber kein pauschales Agieren derzeit Sinn machen würde. Zum Zweiten, ich habe den Innenminister und auch den Gesundheitsminister gebeten, natürlich alle Ressourcen, die es in den Ministerien gibt, zu nutzen, um ein Funktionieren der Hotline auch bei mehr und mehr Bedarf in der Bevölkerung sicherzustellen. Es wird aber auch das Verteidigungsministerium darüber hinaus einen Beitrag leisten, sodass wir möglichst ein Maximum auch an Service der Bevölkerung sicherstellen können. Und zum Dritten, ich glaube, entscheidend ist auch, dass in der Bevölkerung ein realistischer Blick vorherrscht. Es ist nicht sinnvoll, in Panik zu verfallen. Es ist nicht sinnvoll, sozusagen jetzt sofort seine Lebensgewohnheiten umzustellen, sondern es ist wichtig, wenn Symptome auftreten, zu agieren, die Reisewarnungen ernst zu nehmen und im Bedarfsfall auch Kontakt mit den Servicestellen aufzunehmen. Auch noch eine Ergänzung. Das Thema Einsatzstab ist hier auch wieder von großer Bedeutung, weil genau diese Lagebilder ständig neu erstellt werden und daraus wiederum Maßnahmen abgeleitet werden. Auch in der Koordination, in der Kommunikation, was Veranstaltungen, Verhalten bei Veranstaltungen etc. betrifft. Das ist genau das, was der Einsatzstab stündlich sozusagen vornimmt. Danke sehr. Als nächster hat sich der Herr Zickmund gemeldet. Bitte schön.
Gibt es Erkenntnisse, warum vergleichsweise wenig Kinder betroffen sind, inwieweit die aber trotzdem auch zur Übertragung beitragen? Und gibt es da Szenarien, rote Linien, ab wann zum Beispiel Schulen und Kindergärten eingeschränkt betrieben werden oder geschlossen werden? Also das Szenario Schließung von Kindergärten und von Schulen wird in Italien praktiziert, in der Krisenregion selbst, in diesen 11 Gemeinden, in diesen 11 Städten mit den 41.000 Einwohnern, wie bereits genannt. Bei uns kommt es immer darauf an, gibt es einen Anlassfall. Wenn es eine Erkrankung in einem Kindergarten gibt, dann hat das selbstverständlich Konsequenzen und dann nehmen wir das extrem ernst. Aber rein auf Verdacht planen wir das absolut nicht. Das ist auch nicht erforderlich und nicht notwendig nach Meinung aller Experten und Expertinnen. Von daher dazu, was Übertragungssituation betrifft, Kinder. Was wir merken aus den internationalen Statistiken ist, dass die Gefährdung von Kindern jetzt nicht was die Übertragung, sondern was die Gefährdung in der Erkrankung betrifft, deutlich geringer ist. Gibt es weitere Fragen? Bitte schön. Vielen Dank. Ich zu den beiden Fällen, die genannt worden sind, der Todesfall in Kärnten und der Verdachtsfall in der Wiener Schule, kann man schon einschätzen, wann es da Ergebnisse geben wird, also konkreter als im Lauf des Tages und zum Fall in Kärnten. Bei den bisherigen Todesfällen war es so, dass das vor allem ältere Menschen waren, auch mit Vorerkrankungen. Diese Frau ist jetzt Mitte 50 gewesen. Gibt es da schon mehr Informationen dazu, ob vielleicht auch eine Vorerkrankung vorgelegen hat? Ich will zunächst festzuhalten, dass wir noch nicht wissen, ob es ein Corona-Fall ist. Der Arzt hat vollkommen richtig gehandelt. Er hat nicht ausschließen können, dass es sich um einen Corona-Fall handelt. Und daher ist, so wie auch im Einsatzstab besprochen worden, agiert worden. Das ist ein vollkommen richtiges Verhalten. Das soll aber bitte nicht dazu führen, dass Sie jeden Verdachtsfall sofort als positiv getesteten Fall interpretieren. Wir werden bald darüber Gewissheit haben. Aber natürlich sind die Vorsichtsmaßnahmen getroffen worden. Das Innenministerium hat mittels der Polizei das Gebäude abgeriegelt. Das bedeutet, dass alle Personen, die in diesem Gebäude sind, die potenziell in Kontakt waren, derzeit isoliert sind, solange bis festgestellt werden kann, ob es sich um einen Corona-Fall handelt oder nicht. Und zur Schule, ich habe es eingangs schon gesagt, auch da sind wir bereit zu agieren. Das Gesundheitsministerium gemeinsam mit dem Innenministerium und auch mit dem Bildungsministerium ist vorbereitet. Wenn es zu einem positiven Testergebnis kommt, dann wird die Schule abgeriegelt. Es werden die Kinder dort bestmöglich betreut, weiter unterrichtet. Und die Kinder und Lehrer, wo es notwendig ist, werden getestet und danach, je nachdem, individuell entschieden, wie weiter vorzugehen ist. Insofern würde ich sagen, was diese beiden Fälle betrifft, ein vollkommen richtiges Vorgehen in Kärnten, eine gute Vorbereitung, was den potenziellen Fall in Wien betrifft. Und ich schätze, dass wir um die Mittagszeit, vielleicht am frühen Nachmittag spätestens, Klarheit haben, wie die Testergebnisse ausgefallen sind. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall, dann danke fürs Erste. Der nächste Pressetermin findet wieder hier statt, im Anschluss an den Ministerrat mit dem Herrn Vizekanzler und der Frau Wirtschaftsministerin. Vielen Dank.